In the midst of the darkness, a moon appeared with its brilliance. Stepping down from the clouds, it glanced at me. Like a falcon that hunts a bird and steals it away, it captured me and flew back to infinite space. As I looked for myself, I could not find me, for my body had become all soul in the tenderness of love. The nine spheres of heaven dissolved in that moon, as the ship of my existence drowned in the sea of love. When you're dreaming with a broken heart, the waking up is the hardest part. You roll out of bed and down on your knees, and for a moment you can hardly breathe, wondering was she really here? Is she standing in my room? No, she's not. 'Cause she's gone. Deutschland ist im Goldrausch. Jeder goldene Deckel gewinnt ein No-Return-Ticket zum Mond. Alles Maya, oder was? Luna, es gibt Essen. Wir machen einen Deal, okay? Wenn du dieses Jahr deine Noten in den Griff bekommst, dann reden wir nochmal über das Handy. Aber die Schule ist voll schwer und sogar Paul hat auch Stunden. Lass uns doch nochmal drüber reden, wenn Mama nach Hause kommt. Jetzt gibt's erstmal Essen. Wo ist eigentlich Luna? Luna, es gibt Bohneneintopf. Bohneneintopf. Papa? Ja? Können wir eigentlich dieses Jahr mal wieder in den Urlaub fahren? Entschuldigung, ist gerade der Lärm hier. Ob wir dieses Jahr mal wieder in den Urlaub können? Das geht nicht, warte, da muss ich mal gerade kurz eine Ansage machen. Dieter! Es ist 19 Uhr, da muss man nicht mehr Rasen mähen, oder? Mach das Ding aus oder ich ruf die Polizei. Auf jeden Fall, Bibi war letztens auf Phuket und da will ich auch hin, Papa. Mhm. Wer ist Bibi? Na, Bibis Beauty Palace. Lebst du auf dem Mond? Die ist doch voll berühmt. Guck mal, die haben so geile Fotos gemacht. Das will ich auch. Oh, ist das heiß. Die Klimaanlage ist schon wieder kaputt. Stand eine halbe Stunde nur im Stau. Ob die mit der Baustelle da jemals fertig werden? Und der Fernseher muss beim Essen eigentlich auch nicht an sein. Luna, magst du mal aufstehen und den bitte ausmachen? Hey! Mit unserer Technologie haben wir das Earth Overshoot Package Pro Deluxe entwickelt. Dieses ist genau wie unsere Möbel kinderleicht aufzubauen. Das Package beinhaltet für dich eine Pocket-Erde, ein Einfamilienhaus und einen Baum. Der Aufbau dauert ungefähr eine Woche. Das ist 3,4 mal so schnell wie bei der Konkurrenz. Du siehst, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auf unserem Weg in die Zukunft lassen wir dich nicht im Stich. Innovation. Jetzt bei deinem IDEA. Der Mond! Oh mein Gott! Das ist ja so krass! Da könnte ich so geile Bilder machen! Ich wäre die erste Influencerin! Ich hätte so viele Follower! Oh, kein Berufsverkehr mehr! Oh, was würde ich geben? Und
hoffentlich dann keine blöde Schule und so richtig doofe Hausaufgaben auch nicht mehr. Woo! Yes! Und Dieter könnte kein Rasen mehr mähen. Wie schön das wäre. IDEA denkt an alle. Das Earth Overshoot Package Pro Deluxe gibt es jetzt auch für gleichgeschlechtliche Paare. Mit Befruchter gratis dazu. Das ist euer Befruchter Malte, damit auch für den Nachwuchs gesorgt ist. Wow, danke schön. Und all das umsonst? Na klar, für 0 Euro. Aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Seitdem die Unternehmen Spacewhy und IDEA vor 2 Monaten mit den ersten kommerziellen Reisen zum Mond begonnen haben, sind am heutigen Tag erneut 120 Personen zum Mond aufgebrochen. Dazu sprechen wir jetzt mit der Spacewhy-CEO Rita Clarkson live aus den USA. Frau Clarkson zunächst, wie erfolgreich sind die Mondreisen bisher? Außerordentlich erfolgreich. Bereits vor dem Launch unseres Projekts war die Warteliste bis in die 100.000. Seitdem ist die Nachfrage sehr konstant und mit der Tendenz steigend. In Bezug zur Mondreise wird häufig der Begriff No-Return-Reise genannt. Was bedeutet das genau, Frau Clarkson? Der Begriff No-Return spricht wohl für sich. No-Return meint, es ist ein Reisepackage, welches exklusiv die Reise zum Mond beinhaltet. Einmal dort will man gar nicht mehr zurück zur Erde. Ich meine, es gibt ja schließlich genügend Gründe, diesen Planeten verlassen zu wollen. Danke, Frau Clarkson. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die 120 Reisenden soeben am Mond angekommen sind und dort, nach neuesten Angaben, von einem uns bisher unbekannten Lebewesen empfangen wurden. Wir schalten jetzt live zum Mond, wo wir mit unserer Zuschauerin Linda Meyer sprechen können, die eine der auserwählten Reisenden ist und uns direkt vom Mond berichtet. Linda zunächst, wie war die Ankunft und wie sind die ersten Schritte auf dem Mond? Also, meine Ankunft auf dem Mond war wirklich magisch. Meine ersten Schritte haben mich fast umgehauen. Es war ja schon eine ziemlich andere Atmosphäre, von der man da umhüllt wird. Aber das erleben zu dürfen, war einfach unglaublich. Wir verabschieden uns von unserer Live-Schalte zum Mond und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn ich an die Zukunft der Welt denke, mache ich mir ernsthafte Sorgen um die Zukunft meines Enkels. Wie wird er sicher sein können? Wie wird er eine Familie gründen können? Ich mache mir Sorgen um die Welt, die ich zurücklassen werde. Deswegen verlasse ich sie jetzt. Mit dem neuen Programm von Spacewhy bin ich in nur wenigen Wochen sorgenfrei. Wenn auch Sie sorgenfrei in eine neue Zukunft gehen wollen, dann informieren Sie sich jetzt auf www.spacewhy.com. Luna, es gibt Essen! Was ist mit dir? Papa, morgen in die Schule gehen. Wenn du jemals dieses Handy haben willst, würde ich dir dazu raten, weil wäre auch schön, wenn du mal gute Noten nach Hause bringst, ne? Aber ich brauche das Handy, um mit Paul zu reden, Papa. Also, als wir jünger waren, da haben wir uns miteinander verabredet, wenn wir reden wollten. Geht das nicht mehr? Oh, ist das kalt. Und der Verkehr war auch wieder super dicht. Ich stand wieder eine halbe Stunde nur im Stau. Wir haben kurz vorm Büro noch eine Spur geschlossen, ne? Manchmal frage ich mich echt, wie wir das überhaupt hier hingeschafft haben. Luna, es gibt Essen, habe ich gesagt. Karl, könntest du deine Schwester bitte aus der virtuellen Realität in unsere Realität zurückholen? Es gibt Essen, du doofe Kuh! Oh, nerv mich nicht, du blöd. Selber blöd, Mann. Dieser Lärm, dieser gottverdammte Lärm. Egal, wo man wohnt. Die Nachbarn bringen einen um den verdammten Verstand. So spät muss niemand mehr Mondstaub blasen! Naja, Luna, wo warst du denn heute Schönes im Urlaub? Vielleicht auf den Malediven oder an der chinesischen Mauer?
Nee, ich war bei uns zu Hause im Garten. Einfach nur im Garten. Und ich habe getanzt und habe mir die alte Weide angeschaut. Wann habt ihr das letzte Mal eigentlich einen echten Baum gesehen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich Natur überhaupt anfühlt. Wie sich das Gras anfühlt unter meinen Füßen. Ich war einfach zu Hause. Dieser scheiß Mais! Sondern diese ganze Kacke! Immer nur Mais, 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 Mais! Ich hab's satt! Ich hab keinen Bock mehr auf Mais! Mais ist so eklig einfach! Guckt euch das doch mal an! Es ist einfach ekelhaft! Scheiß Mais! Scheiß Mais! Oh, ich hab keinen Bock mehr! Echt nicht! Mann! Das ist so scheiße! Ich mein, was soll ich damit? Ich kann das nicht mehr essen! Bäh! Karl, es reicht! Warum sind wir überhaupt jemals auf den doofen Mond gezogen? So langweilig, es gibt nichts für uns. Jeden Tag dasselbe. Was heißt denn, du wolltest doch auch hierhin und Influencer werden. Glaubst du, wir finden es hier schön? Die Nachbarn sind penetrant und laut, aber wir haben das so entschlossen. Du, ich, die ganze Familie hat entschlossen, hier hinzukommen und jetzt müssen wir auch erwachsen sein und dann... Na klar, jetzt bin ich wieder erwachsen und sonst bin ich immer nur ein Kind. Ihr könnt euch wohl auch nicht entscheiden. Ihr kotzt mich so an! Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist, I doubt it. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Serafine. Wir sind hier gerade in der Mondscheinkantine und ich habe heute wieder meinen Highlighter von L'Oréal Lune drauf und mit dem Code LALUNA25 bekommt ihr 25% Rabatt, also checkt's aus. Auschecken. Genau, wir gehen jetzt mal zu den anderen an den Tisch. Und nachher gehen wir noch Mondski fahren. Après-Ski. Also, ciao. Bye. Mein Kapital, dank der neuen Investition in die Traumgesellschaft der GmbH, um ganze 13% steigern. Schön. Aber das wird wohl kaum lange anhalten. Hollenbaum Riechlinger hat erzählt, dass der Umsatz aller Pharmaunternehmen in Kürze einbrechen wird. Der Skandal mit den Antischwerelosigkeitstabletten hat alle hart getroffen. Die Aktien fallen wie die Fliegen. Das glaube ich nicht. Ich habe eine Cousine bei den Mondgesellschaftern und sie geht davon aus, dass sich die Lage innerhalb von wenigen Tagen wieder beruhigen wird. Ja, genau. Ich meine, spätestens mit dem Launch der neuen Tageslicht-Globuli, da ist das längst vergessen alles. Meint ihr, dass der Mond vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist? Ja, ein maßgroßer Himmelskörper flog auf die Erde und aus den Trümmern entstand dann der Mond. Stimmt. Und der Durchmesser des Mondes beträgt 3.474 Kilometer. Das sind 27,26% des Erddurchmessers. Und der Mond ist auch 81 Mal leichter als die Erde. Und die Landschaft ist primär gekennzeichnet durch Kraterlandschaften und durch die Ebenen der Mondmeere. Und es gibt auch gar keine Atmosphäre. Darum ist die Schwerkraft auch viel schwächer. Wir wiegen hier nämlich nur ein Sechstel unseres Erdgewichts. Wir können deshalb auch 6-mal so hoch springen. Und 6-mal langsamer laufen dadurch. Läuft doch ausgezeichnet. Ich setze mich neuerdings für die armen Mondwürmchen ein, die so doll von der Mondstaubverschmutzung betroffen sind. Ja, da sehe ich mich auch total in der Verantwortung. In unserer Situation muss man sowieso überall helfen, wo man überhaupt kann. Exakt. Und diese durchschnittliche Armut der meisten Menschen, die ist einfach unerträglich. Aber Leute, wie diese Menschen unser Mondland besiedeln, ist auch keine Lösung. Es ist schon schlimm, mit welchen Nachbarn wir so zusammenleben müssen. Ja. Und wisst ihr, mir mangelt es an täglichen Hilfen. Service, Ankleiden, menschliche Bedürfnisse eben. Stimmt. Und dass diese unterste Schicht
auch noch da unten bleiben will. Das ist so unverständlich. Unverständlich, liebe Leute, finde ich, wie man uns hier behandelt. Ja. Wie wahr? Die Kurzweilpräferenz der Meute hat sich seit Erde stark gewandelt. Kein Sinn. Für Kunst und für Kultur scheint mehr zu existieren. Das sollte man, ich sag ja nur, mal stärker kritisieren. Ja, das glaube ich auch. Und ist euch denn mal aufgefallen? Ich hatte hier noch keinen Gag. Oh mein Gott. Das stimmt. Die Menschen müssen es schneiden. Ja. Das bricht hier der Branche das Genick. Ja. Moment. Da klingelt gerade was. Hab ich das nicht schon mal vernommen? Ja doch. Genau der gleiche Spaß hat uns bewegt, hierher zu kommen. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. Hierher zu kommen, Leute, war ein Fehler. Ein Fehler. Das war kein Zufall. Ich glaube das nicht. Nein, wir müssen endlich aufwachen. Leute, der Mond geht vor die Hunde. Vor die Hunde. Recht hast du. Ja. Ich sag mal Stichwort Mondstaub. Ja, Mondstaub. Genau. Das Zeug ist das reine Gift. Und meine Schwiegermutter hat mir gestern gerade erst einen Artikel auf Telegram weitergesendet. Das muss es wahr sein. Ja, und ihr glaubt nicht, da steht schwarz auf weiß geschrieben, dass sie auf der dunklen Seite des Mondes einen riesigen Abdruck eines echsenähnlichen Wesens gefunden haben. Ich frage mich wirklich, was wird da noch auf uns zukommen? Was wird da auf uns warten? Was glaubst du denn? Was ist hier los? Ja, du bist so still heute. Ja, wisst ihr, ich vermisse einfach die Konzerte von Xavier Naidoo. Oh, erinnert ihr euch? Ja, im Sommer? Xavier. Das war so Xavier. Schön. Wir waren vernetzt. Oh, lass uns mal was sehen. Magst du ihn auch so sehr? Ich will nach Hause. Enter the lion's jungle. Don't think about getting hurt. Fearful thoughts are phantoms of the mind. No one is harmed in this jungle. Everything is compassion and love. It is your fear holding you back, like a bar behind the door. Rumi. Wondering, could you stay, my love? Will you wait? Gone.
dreaming with a broken heart. The waking up is the hardest part.